Eden. Vader entwickelt sie auf Kamino. Warnt eure Leute. Oh, ich glaube, wir hören ihn nicht mehr. Hallo, Kota? So, Lichtschwertkristall. Was denn für einen? Noch einen neuen. Regeneration. Verbessert Gesundheitsregeneration. Brauchen wir nicht. Ja, weiter, ey. Geil. Immer wenn es so ruhig ist, dann auf einmal Ruhe vor dem Sturm. Auf einmal! Ah, okay, schon wunderbar. So, Blitz, dann zeig mal, was du kannst. Oh, der sieht mächtig aus. Oh, bis zu 5 Gegner gleichzeitig ist schon relativ strong, ey. Das finde ich aber ein bisschen schade, dass er dann bei den Kombos mit dem Lichtschwert nicht so aussieht. Haben wir da gerade was gesehen? Nee, oder? Leute, jetzt wird es richtig unheimlich, weil jetzt kommen jetzt noch diese anderen Viecher, die wir gesehen hatten. Diese neuen. Ist da draußen noch jemand am Leben? Wir brauchen Hilfe auf der Krankenstau. Ah, ah, was ist das? Alter. So, immer schön Ausschau halten nach Holocrons. Oh ja. Wenn das Licht schon flackert. Jetzt wird das hier noch ein Horror-Game. Aber, wie gesagt, wir sind natürlich völlig OP. Bagdad-Tank gibt's hier auch. Ja, schauen wir mal. Na, Freunde? Oh, was läuft denn hier aus? Ist ja hammer eklig. So, einfach Wasser wahrscheinlich. Krankenstation. Ach, das ist die Flüssigkeit dieser Tanks hier wahrscheinlich, ne? Wir müssen nach da. Das heißt, wir gehen erstmal hier hin. Ah, ne. Hier brauchen wir die... Brauchen wir so ein Teil. Ich weiß nicht, wie ist was? Einfach mal schauen. Vielleicht ist da irgendwas drin. So, das halt, ne? Vielleicht ist da irgendwas drin. Ups. Okay, scheinbar nicht. Dann gehen wir ja wohl erstmal hier lang. Das unterschätzt man auch, glaube ich, wie viel Machtpunkte man bekommt, dadurch, dass man in der Umgebung Sachen zerstört. So, liebe Freunde. Wer liegt da denn? Juno! Wirklich Juno? Krass. Wollen sie die nicht zu unserer Startrampe bringen? Ja, jetzt kann ich auf einmal wieder zurück, oder was? Hier war doch gar kein... Achso. Hallo, Freunde! Wie hält der aus, Mann? Na, gibt's noch mehr von euch? Ah, von euch gibt's noch ein paar mehr. Okay. Jo. Alter, wie die wegfliegen! Und die können auch noch schießen, also die können nicht nur... Ja, ist ja gut. Die Frage ist, kann ich... Oh, der kann mich so packen. Geil. Das heißt geil, aber interessant auf jeden Fall. Die Frage ist, kann ich einen von denen... Jo, kann ich. Kann ich die für mich benutzen? Nee, kann ich nicht. Aber ich kann ihn soweit... Ah, geil, ich kann ihn... dann so kurz betäuben. Damit er das dann kann. Damit die dann unterbrochen werden. Das würde mich auch mal interessieren. Was bringt es hier eigentlich? Gegen zwei Gegner gleichzeitig. Okay, und dann... Es wäre halt cool zu wissen, was halt die höchste Stufe bringt.
Aber wo kriege ich denn jetzt hier so ein Teil her? Es wäre gut zu wissen, was die höchste Strafe. Ah, hier. Stulli. War das da vorhin auch schon drin? Was halt die höchste Stufe bringt. Das wäre nicht ganz cool, mal zu sehen. Ob es dann halt so ist, von wegen, man kann recht viele und auch recht, also starke Gegner so für sich halt beeinflussen. So, wir haben gerade einen Speicherpunkt. Ich glaube, ich wechsle mal wieder das Kostüm, weil es jetzt doch einfach besser ins Setting passt. So, es passt halt besser ins Raumschiff rein irgendwie, ne? Habe ich das Gefühl. Es war zwar ganz cool und so, ich finde es eigentlich ganz geil, dieses so Roben mit so hochgekrempelten Ärmeln und so, die eher so sportlich sind und halt, ne, dass du dich gut bewegen kannst. Als eher so eine, als halt so Rüstung, weißt du? Das hier ist eher so eine, wirklich so eine Rüstung mit so Platten. Aber, naja, es passt halt dann doch irgendwie besser. So, wir schauen uns weiter um. Wir denken auch immer noch an die Machtwut, ne? Die müssen wir jetzt nicht einmal richtig krass einsetzen. Werdet ihr davon nicht rausgezogen? Krass. Hallo. Ah, und dann eher von hinten unterbricht mich, natürlich. Aber wie lange die jetzt auch betäubt sind danach, das ist auf jeden Fall geil. So, noch jemand? Nee. Es war ein bisschen tricky. Weil wenn es dann doch viele sind, ne, dann wird es dann doch relativ... Aber davon werden die halt echt nicht beeinflusst. Das finde ich... Ja, blocken ist auch sehr gut. Da muss ich mal ein bisschen mehr mitmachen, glaube ich. Tschüss, Freunde. Tschüss. Ihr habt keine Chance gegen mich, Junge. Ich habe rausgefunden, was gegen euch... Was stark gegen euch ist. Wodurch wurde das denn jetzt auf einmal aktiviert? Aber jetzt ist sie doch safe nicht mehr da, oder? Achso, ich dachte, ich bin schon hier. Was bringt eigentlich der Lichtschwertwurf? Das muss ich mir auch mal angucken. Okay, warte mal. Schaden wird gesteigert. Geworfenes Lichtschwert sucht zusätzliche Gegner. Okay. So, wir haben hier so ein Teil. Kann ich das da nicht rausholen? Jo, kann ich. Brauchen wir wahrscheinlich jetzt auch, oder? Wo geht's lang? Da. Was gibt's hier? Wenn's hier schon lang geht. Okay. Wir gehen da einfach mal lang. Nicht so gut funktioniert. Ja, wir gehen da einfach mal lang. Auch wenn wir da nicht lang müssen. Wer weiß, was es hier noch gibt. Ein Holocron ist hier. Wer hätte das gedacht? Ich. Sind wir ehrlich, wenn es schon einen Weg gibt, wo man lang kann, obwohl man nicht lang muss, dann wird es auch ein Holocron geben. Der Blitz, der ist mächtig jetzt, oder, Freunde? Der scheppert ganz gut rein. Und da kann er nichts gegen tun. Wollte schon sagen. Da kann er doch eigentlich easy hinterher. Ich bin geblockt, Junge! Also nach dem letzten Schlag sind sie immer alle down, ey. Zack, Freunde. So nämlich. Wir sind einfach zu mächtig für euch mittlerweile.
Aber schwierig wird es dann, wenn wir halt von denen in irgendeiner Form unterbrochen werden. Dann wird es halt schwer. Ja, komm schon. Daraus kann man sich auch dann nicht befreien. Das ist schon heavy. Ach, komm schon. Ja, hab dich. Flitz! Noch wer? Nee, oder? Ich glaube, ich hab alle. Auseinander, Buddy. Gibt es noch mehr Wege? Wahrscheinlich nicht. Nur hier habe ich, denke ich mal, alles gefunden. Ja. So, Speicherpunkt. Rechts lang, rechts. Ich glaube nicht. Irgendwas Großes. Etwas Großes. Dort gehe ich hin. Ah, wieder so ein langer Weg, ey. Ei! Hi. Was? Als ob es gar keinen, irgendwie, gar keinen Impact hat. Als ob das hier jetzt so viel krasser ist, als normaler Machtstoß, so. Tschüss. Ja gut, Alter, hier hat sich... Alter, Schwede. Leute, ihr müsst auch nicht gleich immer übertreiben. Ja, es ist auch nicht heiß, hier drüber zu laufen, ne? Ist auch nicht heiß. Nee, nee. So, Freunde der Sonne. Na, alles klar. Alter, was hat sich denn hier durchgefressen? Holy shit. Holy shit. Okay. Dann bahnen wir uns mal einen Weg, ja? Mal schauen, ob es noch halt irgendwo einen zusätzlichen Weg gibt. Okay, die muss ich wahrscheinlich mitnehmen. Da unten. Ich wusste doch, wir müssen uns umgucken. Das holen wir uns. Aber sowas von. Geil. Wo sagen wir nicht, dass die Teile wegbrechen? Diese kleinen Gitter, die brechen weg. Krass. Da müssen wir aufpassen. Okay, wie gesagt, wir müssen uns hier die, diese Teile mitnehmen wahrscheinlich, ne? Okay, einmal hier rum. Zack. Und da hoch. Sicher. Wie er auch dafür dann seine Lichtschwerter rausholt. Und sie danach wieder ganz entspannt wegsteckt. Und sicher. Und dann nächste. Ja. So, safe. Ganz safe. Wir machen hier alles mit Bedacht. Nicht, dass wir unnötigerweise nochmal jemand zurückgehen müssen. Aber wir schauen uns jetzt hier schon mal kurz um, ob es noch weitere Holocrons gibt. Ich glaube aber nicht. Wir sind auch, denke ich mal, ganz gut dabei, was es so an, was so Holocrons angeht, ne? Ja, der Blitz, dieser Sound alleine. Junge, Junge, Junge. Okay, müssen wir die jetzt wirklich hier komplett mit hochnehmen? Wahrscheinlich, oder? Ich denke mal. Wir werden dann erstmal hier unten reinlegen. Können wir uns das von da oben auch immer noch holen. Nicht wahr? Okay, I guess wir brauchen die doch nicht alle, aber wir nehmen sie mal mit. Weil da können wir sie ja kaum mitnehmen, wenn wir da... Wir müssen da rüber dashen gleich, das sehen wir ja schon, ne? Die Teile, die brechen alle weg. Komm schon, hoch mit dir. Das ist ja echt zu eng. Nee. So, wir können dich aber hier hinlegen. Ich drück grad gar nicht mehr.
Okay, können wir nicht, weil wir da wahrscheinlich zu nah dran standen. So, bleibst du da liegen? Jo. Aber ich denke mal, wir werden da nicht nochmal dran kommen. Das ist halt so das Ding, es kann nicht ganz nah an ihm vorbei. Es muss immer so einen kleinen Abstand haben. Rollst du da runter? Ja. Jetzt nicht. Okay, die liegen hier, ja, falls wir die brauchen. Ah, werde ich die schon rüber tun? Ich glaube, ich werde die einfach schon mal rüberwerfen. Leute, ich weiß es nicht, ne? Kann auch sein, dass ich hier gerade absolut unnötigen Shit mache. Aber... wie weit auch? Ja, dahin. Das hat doch wunderbar geklappt. Ich bin überrascht. Geil. Wir sehen natürlich da schön auf dem Boden, ne, wo das Teil gerade ist. Jetzt wäre es ganz unten. Und jetzt legen wir es auch dahin. 1A! Leute, ich bin begeistert. Und das war gar kein Problem. Es gibt jetzt hier noch ein Holocron, was wir übersehen haben. Ich hoffe nicht. Die Frage ist, haben wir das jetzt für umsonst gemacht? Oder brauchen wir das noch? Ich weiß nicht, ich nehme die einfach mal mit runter, oder? Ich nehme die einfach mal mit runter. Aber wahrscheinlich brauchen wir es nicht. Wahrscheinlich gab es so 3 Stück, damit man, ne, falls man da 1 verliert oder so, keine Ahnung. Ja, schade. Dann wohl doch nicht. Weil das wäre ja jetzt echt nicht Sinn der Sache, dass man die jetzt durch das ganze Level mitnimmt, nur um dann irgendwo nochmal reinzukommen, oder? Ja. Ist ja was drauf geschissen. So, ich denke mal, da sollten wir nicht rein. Sondern abwarten. Da sollten wir auch nicht durch. Okay, I see, I see. Komm schon. Halten aber wieder an. Ganz entspannt. Da gibt es einen Holocron, habe ich das richtig gesehen? Jo. Spring doch da durch, Alter. Okay, wir gehen mal darüber. Nicht, dass wir jetzt hier auf der Seite irgendwas verpassen. Aber ich denke mal, war's jetzt. Muss man nur geduldig sein, ja? Das ist die einzige Devise. Geduldig sein. Oh, Freunde. Hi. Ja, ja, ist ja gut. Tschüss. Frage ist, gibt's hier noch was? Müssen wir hier irgendwo einen bestimmten Weg gehen? Ah, wir sind noch nicht mit uns hinter. Alter, wir haben Schreine, weil er einmal kurz geblitzt wurde. Rudi, beruhig dich mal. Das ist so das Ding leider, man kann nicht so frei rumlaufen. Weißt du, wenn man einmal angefangen hat zu blitzen, dann geht man nicht quasi... Er kann sich da nicht einmal rumdrehen, sondern er macht die ganze Zeit nur den hier. Ja, man kann nicht sagen irgendwie, ich drehe mich mal rum und mach den hier mit dem Blitz, sondern er läuft immer nur... Dann in eine Richtung. Das ist eben ein bisschen weird. Finde ich. Immer einmal vorher umgucken. Das ist Holocrons. Nicht, dass wir können weitergehen. Ein bisschen noch Sachen wird. Und dieses Überspringen auf 5 Gegner, das habe ich noch nicht so gemerkt. Aber es gab jetzt auch noch nicht so viele Gegner, wo man mal konstant auf die draufblitzen konnte. Immer einmal nach hinten gucken, ob da nicht ein Holocron versteckt ist. Okay, da oben ist eins drauf. Hier unten wird heftig gefightet. Ei! Ach, ihr kommt schon hier hoch, Freunde.
wollte mir das eigentlich gerade mal angucken hier. Ah, wer kommt noch? Kommt noch jemand hoch? Ja, wo kommst du jetzt hin? Oh, habe ich ihn wirklich übernommen? Nee, habe ich nicht. Doch, habe ich. Ich habe ihn wirklich übernommen und er springt einfach runter. Er stürzt sich einfach in den Tod. Wie geil. Guckt euch das an. Ah, nee, er jetzt nicht. Er auch nicht. Ja, Freunde, dann würde ich mal sagen, ab geht's, wa? Okay, das scheint ihr nicht wirklich zu jucken. Das ist einfach so ein Vieh auf ein Groß, ey, Kacke. So, komm schon. Erstmal die Ads wegmachen, das ist ja Logo. Alter, das macht ja gar nicht viel Schaden oder so. Jo, und wie viel hältst du denn aus? Ich hab den Blitz auf der höchsten Stufe, Rudi. Bin hier durchgesprungen. Was?